Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute mache ich für euch die blaue Pokémon-Tin auf, die Frühjahrskollektion von 2022. Die gelbe hatte ich schon aufgemacht in dem vorherigen Video und jetzt widmen wir uns gleich mal dieser schönen blauen Box. Doch bevor es losgeht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank für euren Support und let's do it. Lasst uns diese schöne Box erstmal von der Folie entfernen. Zap. So. Folie weg. Dann haben wir hier noch so einen Klebverschluss. Zack. Und zack, auch dieser ist weg. Und hier haben wir die Box. Also, sie ist blau, wie ihr sehen könnt. Oben wieder das Pokémon-Logo, unten genauso. Und wir haben erstmal hier noch ein paar Pokémons abgebildet. Der Wal. Hier ist die Maus. Da haben wir eine Weiterentwicklung. Sehr schön. Und noch ein Pokémon. Sehr schön. Das sind alles Wasser-Pokémons. Bei der gelben Box waren es Blitz-Pokémons. Hier sind es Wasser-Pokémons. Und in der grünen sind Elementar-Pokémons. Die kommt dann im nächsten Video. So, dann wollen wir mal die Box öffnen. Was ich noch zeigen will, ich habe hier schon die gelbe Box parat. Wir können nämlich diese Box dann stapeln. Seht ihr das? Die passen genau perfekt drauf und dann kann man die nämlich aufeinander stapeln. Finde ich richtig klasse. Gerade wenn man da drin irgendwas sammeln möchte. Zum Beispiel Pokémon-Karten. So, Deckel auf. Und hier haben wir gar keine goldene Münze, sondern nur eine silberne. Ah, ist die Pokémon Gold Card etwa was Besonderes? Okay, hier auf jeden Fall ist die Münze in Silber. Mit einem Pokémon drauf, kein Pikachu. Wer weiß, wie dieses Pokémon heißt, darf es sehr gerne jetzt in den Kommentaren schreiben. Und lasst auch noch gleich ein Like da. Vielen Dank. So, Dele. Also, die Box machen wir zu. Die brauchen wir aktuell nicht. Und wir gucken mal, was haben wir denn für Booster? Wir haben einen Kampfstil. Clash of Clans mal wieder und schaurige Herrschaft. Genau identisch wie in der gelben Box. Und wir beginnen wieder genau identisch mit dem Ältesten zuerst. In dem Fall Clash oder ja, Clash der Rebellen, korrekt. So, dann machen wir sie mal auf und hoffen mal auf was richtig Schönes. 1, 2, 3 und 4. Nach hinten und dann haben wir nämlich als erstes eine Energy Card. Okay, dann haben wir Furnifras. Horrorenergie, ja moin. Navitaub. Schallquapp. Kramokles. Claporenta. Goldra, Paragoni, ah, das ist eine schöne Reverse Holo, Sichlor, wunderschön. Und dahinter ist Urgel, einfach Urgel. Okay, das ist einfach Urgel, nice, nicht schlecht, lustig. Jetzt kommen wir zum Booster Kampfstile. Bei dem anderen Booster habe ich ja schon richtig fetten V-Max gehabt und eine Holo. Bei dem bis jetzt natürlich noch keins, aber wer weiß, was noch kommt. So, jetzt haben wir von die Energie. Perfekt. Dann haben wir Turm des Wassers. Kreputak. Entschuldigung, Servul. Linfu. Pachirisu. Floink. Bronzel. Oh, da habe ich eins übersprungen. Spoink. Lustig. Das sieht echt lustig aus. Die Reverse Holo sieht nice aus. Das ist nämlich Wisu. Wenn man mal guckt. Schönes, sehr schönes Artwork, ne? Und dahinter. Oh.
Holo. Durengard in Holo. Wow. Das ist dieses tolle Schwert. Wow. Seht ihr die holographischen Effekte? Ich denke schon, ne? Wow, wunderschön. Okay, eine Holo haben wir schon mal drin. Jetzt wäre noch richtig cool hier eine WiMAX von Schaurische Herrschaft. Das würde ich jetzt feiern. So, erstmal Paper weg, Code weg und vier nach vorn. So, wir haben eine Wasserenergie passend zu dem Box. Das ist ein sehr interessantes Artwork. Peleklon, Ledian oder Lydian, Melanies Überzeugung, Horniliu, Schnäppke, Krabox, schön, Clara Fleckmon. Oh, was ich bei Falk richtig cool finde, ist ne Pokémon Go. Kommt als Trading Card. Schneppdepp. Die Reverse ist Schniebel. Und guck mal, was für ein schönes Blau. Wow. So, und dahinter ist noch eine Holo. Genau. Guckt euch mal, das ist ja genial. Ist ja cool. Das Pokémon habe ich jetzt so in der Form noch gar nicht so oft gesehen in der Holo. Genau, richtig schönes Holo. Zwei Holos in der Box. Also von der Ausbeute her richtig, richtig schön. Urgel, gut. Also eine Booster musste ich ja ärgern. Dann das zweite Holo, aber die dritte Holo, die ist schön. Also so in der Form hatte ich noch nie eine Holo von Gengar. Sehr cool. Und natürlich nicht zu vergessen, diese Münze in Silber. Nicht diesmal in Gold, aber in Silber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für euren Support und bleibt gesund. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video mit der Green Box von den ganzen Frühjahrstint 2022. Bis dann und tschüss.